Wir von Echt Jetzt beschäftigen uns mit der Frage, wie Haltung in der sozialen Arbeit vermittelt werden kann. Unser Zugang ist die gewaltfreie Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation ist scheinbar nicht nur auf eine bestimmte Art zu sprechen oder bestimmte Worte nicht mehr zu benutzen. Doch was ist es denn dann? Zum Menschsein gehört es, dass wir auch in eine Betroffenheit kommen, dass Dinge passieren, die in uns auch Frust und Ärger auslösen können und Wut. Und wenn wir aus der heraus arbeiten, ist klar, das ist natürlich nicht mehr professionell, was dann noch an Aktionen kommt. Aber wenn ich jetzt weiß, es gibt diese Ebene der Bedürfnisse, auch ich habe einen guten Grund, da kann ich mich mit etwas verbinden in mir, das mir hilft, den Fokus von den Handlungen, die mich so ärgern, die in mir diesen Zorn auslösen oder die Betroffenheit, dass ich mich von denen lösen kann und auch noch schauen kann, worum geht es denn in Wirklichkeit. Also die Bedürfnisse zu identifizieren, ist wie auf eine Schatzsuche zu gehen. Und jetzt könnte an der Stelle gewaltfreie Kommunikation schnell missverstanden werden. Verstehen bedeutet nicht zustimmen. Es geht darum, dass wir klar kriegen, was brauchen wir. Wenn ich klar erleben und spüren kann, was ich brauche, kann ich auch gut durch den Alltag navigieren und vor allem habe ich auch eine Orientierungshilfe in herausfordernden Situationen. Um die gewaltfreie Kommunikation in sozialen Unternehmen vorzustellen, haben wir verschiedene Seminarangebote entwickelt. Um alle Sinne anzusprechen, arbeiten wir mit musikalischen Einlagen und szenischen Darstellungen. Wir hoffen, dass wir Sie mit unserer Begeisterung ein Stück anstecken konnten.